Das ist doch wahr. Ich denke, manchmal ist es gut, wenn wir uns wie Christen benehmen. Ich habe ein nettes Wort gelesen, das hat mich echt inspiriert. Da kommt ein Pastor zu einem anderen Pastor und sagt zu ihm, du, ich glaube, ich bin ausgebrannt. Dann schaut er ihn an und sagt, du, ich glaube, du bist eher etwas zu unterkühlt. Du sitzt zu viel mit Kühlschränken zusammen. Geh dahin, wo Feuer ist. Amen, habe ich gedacht. Das ist doch eine echte Weisheit. Geh doch dahin, wo Feuer ist. Ja? Und ich habe diesen Gedanken gar nicht mehr losgekriegt. Und ich wünsche dir das. Geh doch dahin, wo Feuer ist. Das ist wirklich ein göttlicher Ratschlag für uns. Das heißt, das ist eigentlich meine Überleitung, euch für das Osterfeuer einzuladen. Da draußen hängen Flyer, liegen Einladungen raus. Die Osternacht mit Osterfeuer. Wir wollen am Ostersamstag, den 15. April um 19.30 Uhr, in der Aue zwischen Finkenweg und Planetenweg, ab dem Kreisverkehr, den Schildern folgend, ein Osterfeuer machen. Osterfeuer heißt, wir möchten unsere Freunde, Nachbarn, Verwandten, Bekannten, Kirchen, Gemeinden, wen immer wir finden können, die wollen wir einladen, mit uns zusammen ein Riesenfeuer zu veranstalten. Ich sehe das ein Stückchen prophetisch, was wir da machen. Wir wollen ein Feuer in diesem Taubertal anzünden. Und wir wollen das sichtbar machen. Und wir wollen das so sichtbar machen, dass das wirklich alle Leute hier im Umkreis mitkriegen. Deswegen wird das das größte Feuer, das wir irgendwie zusammentragen können. Ja. Meine Erwartung ist, vielleicht kriegen wir das hin. 20 Meter breit, 20 Meter hoch, keine Ahnung. Mal gucken. Lass uns mal probieren, was wir hinkriegen können, um wirklich Feuer zu machen. Und dann wünsche ich mir, dass wir unsere Nachbarn und Freunde mitbringen und dass wir dann ein obligatorisches Wort zum Ostersonntag hören. Wir haben schon unseren Lobpreisern gesagt, dass sie da sein sollen, dass wir Musik machen, dass wir wirklich Gott die Ehre geben, dass wir ein klares biblisches Statement machen, warum wir denken, dass Gott was in diesem Land vorhat, in dieses Reich hinein sprechen, in das Unsichtbare, dann eine gute Zeit haben mit den Leuten grillen, richtig eine nette Party und Fete da veranstalten. Aber der Hauptpunkt ist, wirklich ein Feuer anzuzünden. Und Jesus betet das und sagt, Leute, ich wünschte mir, es würde ein Feuer brennen in unserem Land. Und ich glaube, dass Jesus das Gebet noch nicht losgelassen hat. Und wenn Gott an dieses Taubertal denkt, dann hat er ein Brennen auf dem Herzen. Ich habe heute Abend was für mich Komisches erlebt. Heute Nachmittag bekomme ich einen Anruf. Und als ich den Namen höre, der Mann heißt Pavel Storz, da wusste ich, das ist der Chef vom AVC. Und er rief mich an und hat mich gefragt, ob ich nicht die Generalvertretung von AVC übernehmen möchte für Deutschland und international. Und wisst ihr, was mit meinem Herzen passierte? Ich habe innerlich gesagt, ja, endlich sind sie auf mich gekommen. Wisst ihr, was in meinem Herzen war? Jungs, ihr seid zu spät. Wir müssen erstmal Feuer im Taubertal legen und wenn wir damit durch sind, dann überlegen wir uns den Rest auch nochmal. Gott ist dabei, was zu tun. Und ich sage euch, im Moment habe ich gedacht, das ist wirklich, ich meine, ich habe meine Frau nachher angerufen und dann, weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat gesagt, du, das war der Teufel. Na, sage ich, so schlimm ist der Bruder nur auch wieder nicht. Ja. Aber was sie damit sagen wollte, war, versteht ihr den Gedanken, der dahinter steckte? Der Gedanke war, ey, der Teufel kommt wie ein Engel des Lichts und er macht dir das Angebot, das du immer schon haben wolltest, stimmt's? Aber es ist weder die richtige Zeit, noch ist es die richtige Geschichte. Und deshalb hat Petrus mal von Jesus eine Rüge gekriegt. Der hat was total Nettes gesagt. Und dann hat Jesus gesagt, ey, Teufel, hinter mich. Denn das, was du redest, ist nicht im Plan Gottes. So egal, wie nett deine Karriere sein mag, egal, wie nett dein Angebot ist, wenn es nicht im Plan Gottes ist, ich sag dir, das ist die falsche Seite, die probiert, dich irgendwo hinzubringen. So hör gut zu, was Gott gerade machen will. Aber dann, wenn du weißt, dass Gott es machen will, dann mach's auch richtig. Ja? Amen. Amen. So, wir sind hier, um ein Feuer anzuzünden. Das ist, was Gott auf dem Herzen liegt. Deswegen sitzt du hier heute.
Du sitzt nicht hier, weil du noch eine Kühlschrankpackung wolltest, sondern du sitzt hier, weil du dir gesagt hast, ey, lass uns mal was tun, dass der Geist wieder etwas lebendiger wird, stimmt's? Genau, das ist der Grund. So, ich möchte euch heute Abend zwei Sachen vorstellen, die mir ganz arg auf dem Herzen sind. Das erste ist ein Buch, das ich jedem ganz, ganz dringend ans Herz lege. Das heißt, Jüngerschaft lernen im Hauskreis. Ich glaube, dass das die nächste Stufe ist, mit der Gott will, dass wir uns damit beschäftigen. Es ist super, dass Christen vom Wort Gottes eine Menge lernen. Noch besser ist, sie lernen das im Alltag tatsächlich umzusetzen. Das ist für uns als Gemeinde auch der nächste Schritt, in Richtung Hauskreise zu denken, Gebetskreise aufzumachen, Freunde und Nachbarn, die man mit Jesus erreichen will. Und hier ist ein super Vehikel. Die Lektionen sind so simpel und so gut illustriert und so klasse mit Beispielen gemacht. All die Leute, denen ich das habe angedeihen lassen, die haben zu mir gesagt, du, alles, was ich bisher in Jüngerschaft nicht verstanden habe, mit dem Buch habe ich es endlich begriffen. Und jetzt setze ich das um. Und ich habe schon meinen Nachbarn eingeladen und wir ackern das zusammen durch. Und ich wünsche mir das, dass das jeder, der irgendwo auf dem Herzen hat, seinen Nachbarn zu erreichen, nimm dir das Buch, kauf es dir, das sind wirklich gut investierte, was auch immer, 10 Euro oder 11, das solltest du dir antun, um selber zu begreifen, hey, ich bin gerufen, ein Jünger zu sein und ich bin gerufen, andere Menschen in Jüngerschaft reinzuführen. Ganz wichtig. Das Zweite, ich liebe Andachtsbücher nicht wirklich, aber es gibt manche, die haben wirklich von Gott was mitgekriegt. So möchte ich euch dieses Buch vorstellen, Hören auf das Herz Gottes. Colin Urquhart ist Pastor einer wirklich heißen Gemeinde da in England, ich war da schon ein paar Mal. Ein absolut spannender Bursche, ein Typ, der Jesus liebt, ein Mann, der Gemeinde liebt, der Leute liebt, der es liebt, Leute zu schulen, zu Jüngern zu machen, sie zu Leitern auszubilden. Und der Mann hat ein Buch geschrieben, das ich unübertroffen finde. Ein Andachtsbuch jeden Tag. Lern das Herz Gottes kennen. Lern, dich von dieser Liebe Gottes satt machen zu lassen. Und bei jeder Andacht ist das so, wenn du das liest, ist es dir wie, als wenn du in den Thronsaal Gottes gehst und der Herr guckt dich an und sagt dir, Schmatz, ich liebe dich. Und du nimmst das in dein Herz, wirklich, es ist wie Balsam für deine zarte Seele. Um mal im Altkananäisch zu sprechen, das ist der Balsam von Gilead oder wie das immer so hieß früher in den alten Predigten. Die meisten Leute wussten dann gar nicht, worüber die reden. Also das meinte das, wenn du was hörst, was wirklich deinem Herzen gut tut und du spürst das wirklich Geist Gottes drauf. So, die beiden Bücher würde ich euch gerne empfehlen. Ich bin über unseren Büchertisch immer wieder begeistert, weil das ist der beste Büchertisch, den ich in ganz Weikersheim kenne. Das ist auch der einzige. Aber ihr solltet das wirklich hineinnehmen. Halleluja. Okay, heute Abend geht es mir, wir kommen dieses Nimm das Land des Segens ein, wir kommen der Sache ziemlich dem Ende entgegen. Und in den letzten Wochen hat mich ein Vers nicht mehr losgelassen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr spüre ich, da ist Offenbarung Gottes in einer Tiefe drin, die ich so vielleicht für mich selber auch nicht wirklich entdeckt habe, aber wo ich spüre, da steckt was drin, was ich unbedingt lernen muss und ihr auch. Es ist ja immer so, solange der Pastor was lernt, hat die Gemeinde auch eine Chance. Lukas 17 möchte ich nur den ersten Vers nehmen und dann werden wir da mal einsteigen. Es gibt eine klassische Sage im Deutschen, das ist die Nibelungensage. Die meisten Leute in der Schule schon mal gehört, ne? Nibelungensage. Das ist, womit wir Deutschen uns am besten identifizieren. Der strahlende Siegfried, der Held, das ist super. Wer diese Nibelungensage mal wirklich liest, und wenn das dann das Typische ist für die Deutschen, dann steht in der Mitte dieser ganzen Nibelungensage und dieser Heldengeschichte Zickenkrieg. Und ich hoffe nicht, dass das typisch ist für uns Deutsche. Aber was hat diese Nibelungensage so zur Katastrophe werden lassen? Ja, da gibt es zwei Damen. Die eine heißt Kriemhild und ist mit Siegfried verheiratet und die andere hieß Brunhild und die war mit König Gunther verheiratet. Und Brunhild war so eine heiße Lady, die konnte nur mit der Hilfe von Siegfried gebändigt werden. Der Gunther hat da ein bisschen gedreht, hinterlistig, wie er war. Und zu zweit haben sie dann geschafft, diese Frau irgendwie zu packen und sie tatsächlich dann auch heiratswillig zu machen. Aber das lief nicht wirklich hundertprozentig richtig. Und Siegfried in einer dusseligen Stunde hat das seiner Frau Kriemhild irgendwann erzählt, dass das eigentlich nur mit seiner Hilfe zustande kam, dass die Frau sich dem Gunther dann als Eheweib untergeben hat. Und jetzt kommt der Clou der Geschichte, wie das immer so geht.
die sollen in die Kirche gehen. Und jetzt ging es plötzlich darum, wer als Erster in die Kirche darf. Und immer der Ranghöhere durfte als Erster, ist doch klar, oder? Und wer war der Ranghöchste? Genau, König Gunther, weil Siegfried hatte sich ihm als Lehnsmann unterstellt. Aber Kriemhilde wusste, wie das lief, stimmt's? Und sie wusste eigentlich, wer hier der heimliche Chef ist, ist es wahr? Und das war nämlich ihr Mann. So, als es in die Kirche geht, wer geht als Erster? Brunhild. Und wer klemmt sich hinten dran? Und sagt, Moment, nun wollen wir das hier mal richtig stellen. Also die First Lady bin ich. Und die andere kommt richtig aus dem Kreuz. Wie? Mein Mann ist hier der König und dein Mann ist bloß der Lehnsmann. So, und was passiert jetzt? Ja, warte, wenn ich dir so nicht beikomme, komme ich noch anders. Und sie greift in die unterste Schublade und holt die böse Geschichte raus. Und Brunhild ist gekränkt bis auf die Wurzeln ihres Seins. Und alle von uns kennen die Geschichte, wie es weitergeht. Die holt sich den Nächsten, den Hagen von Tronje, und dann wird die Intrige geschmiedet. Der Siegfried wird abgemeuchelt. Und die gute Kriemhild denkt sich, na warte, Freunde, ich krieg euch schon noch. Heiratet da irgendeinen Hundenkönig, den Etzel, und dann lädt sie die Bagage ein und macht sie alle kopfkürzer. Wo lag der ausführende Punkt? Ich habe meine Ehre nicht gekriegt. Und du hast mich gekränkt. Und das verzeih ich dir nie. Hört euch mal an, was hier in der Bibel steht. Da steht in Vers 1, es ist unmöglich, dass kein Ärgernis kommt. Bei Luther steht Verführung. Im Griechischen steht da das Wort Skandalon. Es ist unmöglich, dass keine Skandale, würden wir auf Deutsch übersetzen, kommen. Aber das trifft das nicht. Ein Skandalon im Griechischen, auf Deutsch übersetzt, war ein Fallstrick oder ein Fußeisen, mit welchem man Tiere gefangen hat. Und das Skandalon war das eigentliche Holzstück, auf dem oben der Köder war. Und wenn das Tier diesen Skandalon umwarf, indem es den Köder nahm, schnappte die Falle zu. Das war es eigentlich. Und Jesus sagt, es ist unmöglich, dass du dein Leben lebst, ohne dass du Ärgernisse bekommst. Stimmt das? Ja. Ihr Lieben, ihr seid lange genug im Geschäft, wie ich auch. Ja? Du kannst, und das finde ich eine sehr schöne Aussage, du kannst an den Ärgernissen am Ende im Leben nicht wirklich vorbei. Die werden kommen. Die Frage ist nur, ob du den Köder schluckst, der da dran ist. Weil was ist der Köder, der am Ärgernis immer dran ist? Der Köder, der dran ist, ist bitter werden dabei. Dass du geärgert wirst, das wirst du nicht vermeiden können, solange du Mensch bist und hier auf der Erde rumläufst. Aber dass du über dieses Ärgernis, diese Kränkung, dieses Verletztwerden, das von irgendwem übervorteilt werden, dass du daraufhin den Köder der Bitterkeit schluckst, das kannst du sehr wohl ändern. Das ist, was da steht. Und hier liegt der Schlüssel, ihr lieben Freunde, für ein siegreiches Leben, dass man den Segen im Leben kriegt. Denn was passiert, wenn ich die Kränkung, die Verletzung wirklich in mich aufnehme? Die Früchte von Gekränktsein sind Schmerz, Zorn, Wut, Rache, Bitterkeit, Hass, Streit, was auch immer. Und du verhältst dich dann entsprechend demjenigen, der dich gekränkt hat, stimmt's? Da merkst du sofort, wenn dir die Person begegnet, entweder bricht der Vulkan aus mit Beschimpfungen und Angriffen und Verleumdungen, oder aber es passiert das Zweite. Wir ziehen uns zurück und bauen eine Mauer. Mit dir unterhalte ich mich nur noch über meinen Anwalt. Oder wie die Sprüche denn immer so heißen. Und wir kennen das. Und ihr lieben Freunde, ist das in Gemeinden anders? Ich staune manchmal, was passiert, wenn ich Leute besuche, die können Geschichten von vor 30 Jahren erzählen. Und ich denke, du liebe Zeit, was ist das denn? Da hat einer den Köder geschluckt. Der hat nicht begriffen, dass da ein Ärgernis war und dass der Teufel dieses Fallholz aufgebaut hat und er hat den Köder gefressen, dumm wie er war. Und dieser Köder, der wirkt mit seinem Gift immer noch. Und du merkst, wie er dein Herz versaubeutelt.
Und wie er dich angreifbar macht für alles, was mit Zerstörung zu tun hat. Du bist wie abonniert auf Zerstörung. Wenn du mal Bitterkeit im Herzen hast, weißt du, was du plötzlich erlebst? Du abonnierst blödes Gerede. Du hast richtig Ohren, die darauf geeicht sind. Das ist erstaunlich, wirklich. Du hörst plötzlich nur noch durch diesen Filter, alles andere hörst du nicht, aber den Schrott, den saugst du an, wie die Fliege auf den Mist konzentriert bist, so ist dein Ohr auf den Schrott konzentriert. Und weißt du, wer dich infiziert hat? Der Teufel selber. Und du merkst plötzlich, da kommt Zerstörung in dein Leben und du kriegst sie nicht mehr los. Und du wunderst dich, warum deine Seele immer ungesünder wird und wie du für andere auch ungesund wirst. Weil wenn du dich mit Leuten beschäftigst, die ewig was mit Mist zu tun haben, mach dir keine Sorge, was übertragen die? Ja, logisch. Sei mal lange genug irgendwo, wo du ständig irgendwas mit Mücken zu tun hast, die sich fröhlich auf dem Misthaufen tummeln. Was denkst du, was du abkriegst, wenn die dich stechen? Ja, Logo. Und die Bibel nennt das ganz simpel. Sie sagt, womit du dein Herz permanent füllst, fließt dein Mund fröhlich über. Hör den Leuten zu, was sie reden. Gekränkt sein macht blind. Warum? Wir sind nur noch fixiert auf das an uns begangene Unrecht. Stimmt's? Du siehst nur noch durch diese Brille. Und die Verleumdung und die entstandene innere Verbitterung und deine eigene Charaktersünde nimmst du schon gar nicht mehr wahr. Jesus nennt das ganz simpel. Er sagt, Leute, es passiert euch auch in eurem Blickwinkel was, nicht nur in den Ohren passiert was, auch in den Augen passiert was. Du siehst permanent den Splitter beim Nachbarn, nur was siehst du bei dir selber nicht mehr? Genau, du hast keinen Blick mehr, dass du einen riesen Balken drin hast. Deine Bitterkeit und deine Unversöhnlichkeit machen dich blind für dich und deine eigenen Charaktersünden und deswegen entwickelst du dich auch nicht mehr weiter. Du kannst genau beurteilen, warum alle anderen falsch sind, nur dummerweise wächst du in deiner Liebesbeziehung zu Jesus und zu deinen Geschwistern nicht mehr. Und du bist selber ein harter Knochen geworden. Ein Verbitterter, der am Ende nur noch andere verbittert. Und du fragst ihn und sagst, Mensch, ich möchte so gerne mal Freude an Jesus haben. Soll ich dir was sagen? Mit einem Balken im Auge ist es schwierig, die Liebe Christi zu entdecken. Du kannst ja mal probieren, mit einem Balken im Auge irgendwas zu sehen. Das funktioniert nicht. Du sitzt da und du bist gefesselt, du bist blind. Und wir entwickeln die sogenannte Opfermentalität. Und das Interessante ist, wenn du mal diesen Blick drauf hast, weißt du, was passiert? Du siehst alles nur noch durch die Brille. Dann siehst du nur noch, wie alle dich verletzen, wie alle böse zu dir sind, wie alle dich nicht lieb haben. Und überhaupt ist das Leben so schrecklich und diese Gemeinde so schrecklich und überhaupt mein Ehemann, also wie der Herr mir das antun konnte. Und was auch immer, du siehst es nur noch durch diese Brille. Und du begreifst überhaupt nicht, hey, wenn ich auf so einem Trip bin, also Freunde, schöne Grüße, wo habe ich den denn her? Weil das Reich Gottes, weißt du, wie das Reich Gottes sich zusammensetzt? Durch Friede und Freude im Heiligen Geist. Hallo, wo hast du den anderen Kram her? Darf ich das mal fragen? Wo hast du es her? Also vom Herrn hast du es nicht. Und soll ich euch die gute Nachricht sagen? Alles, was du nicht vom Herrn hast, das brauchst du nicht. Das finde ich so befreiend. Du kannst das loslassen. Das brauchst du nicht. Wirklich. Um glücklich zu sein, brauchst du keine Bitterkeit. Es ist ernsthaft so. Ja? Wenn du wirklich glücklich bist, du brauchst es nicht. Du musst nicht nachtragen. Dieses Wort, das gefällt mir so. Nachtragen finde ich ein super Wort. Alleine stell dir das mal bildlich vor. Da ist irgendeiner, der vor dir herläuft und du trägst dem Inner was hinterher. So, wer hat den Buckel, der oder du? Genau, du bist der Dussel, du hast den Buckel. So, warum willst du denn nachtragen? So was Blödes. Ja? Mann, sei doch schlau. Nichts ist dümmer, als Leuten nachzutragen. Weil der Einzige, der dabei einen krummen Rücken hast, bist du. Komisch, ne? Der geht da völlig locker weiter. Aber du hast das Problem. Witzig, ne? Und das machen wir so mit Begeisterung. Warum denn? Jesus hat gesagt, du sollst glücklich sein, du darfst das gerne loslassen. Der Einzige, der dann befreit ist, bist du. So, warum um alles in der Welt machen wir so blöde Sachen? Gott ist dabei, dich freizusetzen. Er möchte, dass du glücklich bist, dass du dein Leben genießt und sagst, ja, Halleluja, Gott ist mit mir, so warum soll ich mich von irgendwelchen Leuten da rumnerven lassen?
Wie erlebt man Kränkung? Erlebt man Kränkung durch Freunde? Jo. Die Leute, die du am dichtesten an dich ranlässt, die können dich auch am besten verletzen, stimmt's? In der Bibel gibt es eine nette Geschichte. Im Psalm 55 steht da, Vers 13 bis 15, wenn mein Feind mich schmähte, so wollte ich es ertragen. Aber nun bist du es, mein Freund, mein Weggefährte, mein Vertrauter, die wir freundlich miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen miteinander in der Menge. Hey, worüber redet der? Über Freunde und über Glaubensgeschwister, die gingen zusammen in den Tempel, die gingen zusammen in den Gottesdienst. Das waren die Leute, die er geliebt hat. Und was haben die gemacht? Mein lieber Mann, je enger die Beziehung, desto schmerzhafter die Kränkung, stimmt's? Denn nur wer uns was bedeutet, wen wir lieb haben, der kann uns auch verletzen. Wenn uns irgendwelche Leute verletzen, mit denen wir sowieso keine Beziehung haben, das geht uns locker vorbei, ist egal. Aber die, die wir lieben, die wir wertschätzen, das tut uns weh. Und interessanterweise, ich weiß nicht genau, ob euch das auch so geht, mir ist das immer so gegangen. So ein Spruch bei uns zu Hause war immer, naja, von unseren Nachbarn kannst du nichts anders erwarten, aber die in der Gemeinde, von denen erwarten wir was anderes, ne? Stimmt's, oder? Hä? Bei Christen hat man irgendwie den Level relativ hoch oben, oder? Geht nur mir das so? Da, also die müssen doch so kurz unter dem Himmel schweben, ne? So von der Sonne der Gnade angeschienen, sehen die schon fast wie Engel aus, ne? Und dann stellst du plötzlich fest, ey Mann, die sind auch Menschen und die verletzen mich. Die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich habe mich ernsthaft gefragt, gibt die Bibel einen guten Tipp, was sollen wir machen? Und ich bin zu einer dollen Bibelstelle gekommen. In Offenbarung 3, die Verse 17 bis 20, steht was Tolles. Da sagt Jesus zu einer Gemeinde, diese Gemeinde heißt Laodicea und hat in der Bibel nicht wirklich einen guten Ruf. Zu denen schreibt er, du sprichst, ich bin reich und ich brauche nichts und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und Augensalbe deine Augen zu salben, damit du wieder siehst. Ich habe über diesen Text nachgedacht. Gott sagt, ey, kauf dir Gold, das geläutert ist. Wie wird denn Gold geläutert? Genau, man macht das richtig heiß und dann stellt man fest, was da alles für komische Erze und Legierungen drin sind, die müssen alle raus. Und wenn die alle raus sind, dann wird das Gold rein. Und wenn Gold ganz rein ist, dann ist es ganz schön formbar und biegbar. So hat mir jedenfalls ein Goldschmied erklärt. Je reiner das Gold, desto formbarer, desto biegsamer, desto weicher. Desto mehr passt es sich der Form an, die es dann auch von dem Goldschmied bekommen soll. Je mehr Eisenanteile dazwischen sind, desto härter ist das ganze Ding und desto bröseliger und brüchiger wird das. Und deshalb muss das erhitzt werden. Oh, jetzt habe ich darüber nachgedacht. Ihr euch schwan schon Böses, stimmt's? Hey, was denkst du, warum Gott in deinem Leben Bedrängnis, Widrigkeiten, Kränkung, Zurücksetzung und so weiter zulässt? Weißt du, was passiert? Dann kommt der Schrott bei uns zum Vorschein. Wenn wir in der Gemeinde sitzen, uns eine halbe Stunde anlächeln, alle miteinander, den Herrn fröhlich preisen im Lobpreis und dann nach Hause gehen. Geschwister, hat einer von euch eine Herausforderung? Na, vielleicht durch den Nachbarn, der so falsch stinkt, aber das hast du übergangen, also da stehst du doch noch drüber. Aber im Normalfall, wir hatten keine Herausforderung, oder? Wir gehen nach Hause und alles ist paletti, stimmt's? Jetzt erlebe ich aber meinen Ehepartner, der auch mit mir im Gottesdienst war. Und solange wir im Lobpreis standen, ich kann dir sagen, der hat so gesalbt getrellert, da war alles dran. Und kaum sitzt du mit demselben Mann zu Hause am Tisch, da trellert er auch, aber nicht mehr ganz so gesalbt. Und weißt du, was du plötzlich hast? Du hast eine Herausforderung, ein Ärgernis, stimmt's? Und warum ist das Ärgernis da? Das umsetzen. Jetzt kommt der Punkt. Freunde, und das ist der Grund, warum Gott manchmal Feuer in unserem Leben zulässt. Damit rauskommt, was drin ist. Und Freunde, in unserem Charakter kommt nur dann was raus, wenn das Feuer hoch genug ist. Wir sind nämlich echte Verdrängungskünstler, alle Mann, alle wie wir da sind.
Und wenn das nicht einen gewissen Pegel anpackt, dann sind wir locker drüber weg. Aber wenn das eine Schmerzgrenze erreicht, stimmt's? Dann kommen wir langsam ran an die Grenze. Und das ist Gottes Ziel. Deswegen lässt er das zu, dass bestimmte Widrigkeiten immer noch in unser Leben kommen. Warum? Weil jetzt wird das Feuer bei uns ein bisschen angedreht und mit einem Mal merke ich, oh Mann, oh Mann. Also solange ich nicht verheiratet war, dachte ich, ich bin echt ein geduldiger Mensch. Und solange ich keine Kinder hatte, dachte ich, meine Güte, also an mir ist ja echt ein Pädagoge verloren gegangen. Ja, und nachdem ich dann Pastor in einer Gemeinde war, da wusste ich, oh, ich dachte früher immer, ich bin mutig, aber danach merkte ich, Mann, oh Mann. So wie viele Dinge hast du von dir gedacht, solange wie es nicht auf den Prüfstand kam, stimmt's? Die besten Leute, die ich gehört habe, die über Kindererziehung reden konnten, waren Leute, die gar keine hatten. Das war gewaltig. Aber spätestens dann, wenn sie welche hatten, merktest du, die backten alle ganz kleine Brötchen. Ja, ich hab die schlauen Leute in der Gemeinde gehört, die mir genau gesagt haben, wie man eine Gemeinde führen muss. Weißt du, wie lange die so geredet haben? Solange sie selber nicht in leitender Funktion waren. Aber wenn sie plötzlich leitende Mitarbeiter waren, dann hast du gemerkt, die waren alle so groß mit Hut. Wenn sie plötzlich alle merken, Mann, oh Mann, wisst ihr, wovon wir leben? Von Gnade. Und wehe, der Herr gibt uns nicht Gnade, dann haben wir alle ein Riesenproblem. So, und Gott lässt das zu. So, nimm das in dein Herz. Wenn du merkst, dass wirklich Feuer auf deine Seele kommt und Leute dir echt auf den Fuß treten, hallo, da muss die Alarmanlage angehen. Herr Jesus, was möchtest du gerne in meinem Charakter verändern? Das ist der Punkt. Und unsere Reaktion ist oft genau das Gegenteil. Wir stürzen uns Tränen aufgelöst auf unseren Stuhl und schreien, Herr Jesus, der Teufel macht mich fertig. Und Jesus sagt, du Dussel, ich bin das, Mensch. Weil ich möchte nämlich dich nicht so lassen, wie du bist. Hallo, Gott liebt uns, wie wir sind, aber Gott sei Lob und Dank, er lässt uns doch nicht so, wie wir sind, Freunde. Weil das wäre doch das Furchtbarste, was passieren könnte, wenn wir als Stinkstiefel angefangen haben, ja, und als Käsemauke aufhören, dann haben wir doch nichts gelernt. Und Gott arbeitet doch nicht so mit uns. Sondern er sagt, hör mal, mein Freund, so warst du und so liebe ich dich, aber ich will dich nicht so lassen, weil ich dich liebe. Und deshalb lässt Gott das zu, dass das Feuer fröhlich kommt. Und jetzt kannst du dastehen und du kannst im Selbstmitleid ertrinken und der Teufel freut sich ein Loch im Bauch. Oder du kannst sagen, Herr Jesus, bitte, pack mich an und lass mich das lernen. Und ich will nicht den Köder der Bitterkeit schlucken, nur weil das Ärgernis gerade wieder da ist. Sondern ich will das ausspucken und ich will was lernen. Und dann deshalb sollst du, was sollst du machen? Okay, ich gebe ja zu, du sollst ja auch nicht beten, Herr, mach das Feuer bitte noch ein bisschen heißer. Das ist ja auch gelogen. Das stimmt auch nicht. Aber sag, Herr, wenn du schon dabei bist, an mir zu arbeiten, Herr, mach's einmal gründlich. Ich habe nicht so oft Lust auf solche Reparaturen. In solchen Prüfungszeiten kommt einfach raus, was wirklich im Herzen verborgen ist. Und dann ist es interessant, dass hier steht, dass du in Offenbarung 3, Vers 18 beten sollst, Herr, und gib mir Augensalbe. Warum brauchst du Augensalbe? Genau. Wenn du nämlich Salbe reinmachst, dann fliegt der Splitter raus. Stimmt's? Kommt das Zeug raus, wird das rausgewaschen. So, und wenn die Augen wieder klar sind, dann kann ich mich plötzlich selber sehen. Und weißt du, was passiert, wenn du dich wirklich anfängst, wieder selber zu sehen? Dann kommt so ein Gebet. Das heißt nämlich, Gott, sei mir Sünder gnädig. Und wenn ich anfange, mich im Licht Gottes zu sehen, weißt du, was mir immer passiert, wenn ich anfange, mich im Licht Gottes zu sehen, dann sehe ich den Nachbarn, der mir was getan hat, nicht mehr. Sondern dann sehe ich mich. Und wenn ich mich in der Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes angucke, dann habe ich keine Zeit mehr, mich über meinen Nachbarn aufzuregen. Weil dann habe ich genug damit zu tun, vor Gott zu weinen. Herr, vergib mir meine Schuld und verändere mich nach deinem Bild. Und da liegt die Lösung, weswegen wir Augensalbe brauchen, wenn wir gekränkt wurden. Damit Gott unsere Augen waschen kann und wir uns entdecken, wie wir wirklich sind.
Und wisst ihr, was in Vers 19 da steht? Das fand ich auch spannend. Nachdem du Augensalbe hattest, steht da in Vers 19, so seid nun eifrig und tut Buße. Genau. Das ist nämlich, was passiert. Wenn deine Augen sauber geworden sind und du dich erkennst vor dem Herrn, wie du bist, was tust du dann? Sagst, Herr, genau, bei mir musst du anfangen mit der Veränderung, Herr. Bitte fang immer mit mir an. Da liegt der Schlüssel zur Veränderung. Und wie oft sollst du das machen? Steht hier auch. Sei eifrig dabei. Auf Deutsch, sei nicht so eine faule Socke, die denkt, mit einmal ist das vorbei. Nee, mach dir keine Sorgen. Das braucht länger. Der Prozess der Veränderung in uns braucht oft länger. Stimmt's? Halleluja. So, wenn der nächste Mal dich dein Bruder gekränkt hat oder deine Schwester oder irgendwer in der Gemeinde wieder die zu großen Füße hatte mit den zu großen Schuhen und auf deinen gelatscht ist und du fühlst dich richtig gekränkt, was sollst du tun? Sag zuerst mal Lob und Dank. Herr, ganz offensichtlich darf ich wieder an mir arbeiten. Lob und Dank. Also, ja, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Herr, ich will den Köder der Bitterkeit nicht schlucken. Ich werde den nicht schlucken. Ich werde das Ärgernis nehmen, aber ich werde den Köder der Bitterkeit nicht schlucken. Ich werde zu dir gehen, Gott, und ich werde dich bitten, reinige mein mich, dass das Gold in mir rauskommt und die Schlacke rausfliegt. Und dann, Herr, gib mir Augensalbe, um zu sehen, wie du mich siehst. Und den Bruder und die Schwester so zu sehen, wie du sie siehst. Und dann hilf mir, eifrig zu sein im Bußetun. Sehr starker Punkt, wie man mit Ärgernissen umgeht. Zweiter Punkt. Wenn man gekränkt wird durch die Familie. Manche Leute sagen ja, leben ja nach dem Spruch, bei so einer Familie brauchst du keine Feinde. Ne? Deswegen heißt das ja auch Familienbande. Weißt? Das ist auch so eine Bande, du meine Güte. Ja. Da gibt es für mich ein Beispiel in der Bibel, das fast nicht zu schlagen ist. Wenn du wirklich falsch behandelt worden bist, gibt dir das Recht, gekränkt oder beleidigt zu sein? Frag mal Josef. 1. Mose 37 bis Kapitel 48. Versuche es nicht jetzt zu lesen, das dauert zu lange. Der war der Lieblingssohn, der Elfte. Der kriegte von Vater einen besonderen Mantel. Und er hatte super Träume. Und es erwartete ihn eine gigantische Zukunft. Dummerweise sahen das die Brüder völlig anders. Die Familie hatte nichts Besseres zu tun, ihn zu verkaufen. Und interessant ist, sie haben bewusst den Plan Gottes mit Josef versucht zu boykottieren. So steht das in 1. Mose 37, Vers 20. Da sprachen die Brüder so, lasst uns ihn töten. So wird man sehen, was aus seinen Träumen wird. Also die wussten, da ist ein Plan Gottes ganz offensichtlich und wir werden das Ding mal kippen. Freunde, geht euch das auch so, dass ihr manchmal denkt, ey, diese Leute, die mich eigentlich fördern sollten, die haben nichts Besseres zu tun, als mir bewusst auf dem Schlappen zu stehen und mich zu hindern. Eigentlich müsste doch jeder in der Gemeinde sehen, dass ich die Berufung habe als nächster Vollzeitapostel oder was auch immer. Ja, und keiner sieht das. Also wenn es keiner sieht, glaube ich, hast du keine. Also wenigstens ein paar sollten das sehen. Also wenn außer dir keiner sieht, dass du eine Berufung hast, dann hast du keine. Weil in der Apostelgeschichte war das genau andersrum. Da haben die gefragt, wer dafür eine Berufung hatte und die ganze Gemeinde wusste das und hat die Jungs einfach bestimmt. So nochmal, wenn du denkst, du hast von Gott eine Berufung und außer dir sieht das keiner, hast du keine. Sondern Berufungen sind so offensichtlich, dass man die am Ende nur noch abschöpfen muss. Aber Josef hatte eine und die Brüder wollten das verhindern. Vielleicht geht dir das auch so in der Gemeinde, hä? Ich sitze da immer schon und warte, wann berufen sie mich endlich? Und plötzlich hast du den Job, die Toilette zu putzen. Ja, Halleluja, richtig aufgestiegen im Dienstkreis der Gemeinde. Dabei sage ich euch was sagen, ich finde, das ist einer der wichtigsten Dienste in der Gemeinde überhaupt. Oder? Wer von euch sitzt gerne auf einer dreckigen Toilette? Also das ist also ein riesen wichtiger, heiliger Job. So macht euch nicht lustig über den Putzdienst, das ist wirklich wichtig. Und wir kennen das. Ich höre das so oft in der Seelsorge, so Sprüche, die mich manchmal richtig traurig machen. Das sind immer diese Selbstmitleidsmuster,
Wissen Sie, Herr Pastor, wenn meine Eltern mich nur mehr geliebt hätten, wenn ich nicht mit einer so großen Nase geboren wäre, wenn mein Lehrer mein Genie früher erkannt hätte, wenn mein Pastor meine Berufung nur mehr gefördert hätte, wenn mein Ehepartner mich nur mehr unterstützt hätte und so weiter und so weiter. Und du kannst immer irgendwem irgendwie die Schuld geben. So wie Josef auch. Meine Brüder, die haben mich gehindert, das zu werden, was ich eigentlich werden sollte. Hey, glaubst du immer noch, dass andere Menschen mit Verletzungen in deinem Leben dich daran hindern können, den Plan Gottes auszuführen? Dann glaubst du eine Lüge. Nichts und niemand kann dich daran hindern, genau das zu werden, was Gott wollte. Nichts und niemand. Der Einzige, noch nicht mal der Teufel kann dich daran hindern. Der Einzige, der dich daran hindern kann, das zu werden, was Gott will, bist du selber. Sonst niemand. Niemand kann das. Du entscheidest ganz alleine, was du werden willst oder nicht. Jetzt gucken wir uns das mal mit Josef an. Josef wurde von den Brüdern verkauft. Von der ersten Stelle belogen, intrigenmäßig hintergangen, ins Gefängnis gebracht, im Gefängnis verraten, verkauft, was auch immer. Was hat er gemacht? Der ließ sich nicht verärgern. Der schluckte den Köder der Bitterkeit nicht. Woher weiß ich das? In seiner Begegnung zum ersten Mal, als die Brüder kamen, was macht er? Bitte? Ich glaube, er weinte. Genau. Der weint, als er die sieht. Dann lässt er denen alles Gute mitgeben, erfüllte ihnen das beste Zeug ab, das es gab in Ägypten und gab ihnen ihr Geld noch zurück und schickte sie mit dem Segen auch noch nach Hause. Was machte der? Neutestamentlich steht in der Bibel, wenn dein Feind dir flucht, was sollst du machen? Der segnete ihn. Der segnete seine Brüder. Und dann kommen sie beim nächsten Mal, 1. Mose 45, 5 bis 8, und dann steht da, und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich auf euch zornig wäre, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Rettung eures Lebens hat mich Gott vor euch hergesandt. Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte zu eurer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Gott hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein Haus und zum Herrscher über ganz Ägypten. Konnte die Brüder ihn hindern, seine Berufung zu leben? Konnte der Teufel ihn hindern, seine Berufung zu leben? Der Mann fiel auf den Köder der Kränkung nicht rein. Er wurde nicht bitter, er wurde nicht zornig. Er hat nicht mit Rache gearbeitet, sondern er segnete. Und er gab damit dem Teufel kein einziges Handhabungsglied, um ihn zu packen. Und deshalb setzte der sich durch, bis ganz nach oben. Freunde, das ist der Schlüssel, wie du mit Kränkung umgehen musst, damit du auf den Top-Level kommst, den Gott für dich vorbereitet hat. Gekränkt durch geistliche Leiter und Autoritäten ist mein Punkt 3. Frag mal David, ob der weiß, was es bedeutet, von sogenannten geistlichen Leitern und geistlichen Vätern gekränkt zu werden. Denk mal drüber nach. David spielte zur Beruhigung der Nerven von König Saul Harfe. Und mit seinem Spiel sorgte er dafür, dass der seine depressiven Anflüge los wurde. Er kämpfte für den König gegen Goliath. Er heiratete die Tochter von Saul und wurde sein Schwiegersohn. David setzte sein Leben permanent dafür ein, die Philister zu bekriegen, damit Saul Ruhe hatte. Und dann kam der Tag, wo die Frauen dummerweise den falschen Song angestimmt haben. Da steht, und sie sangen ein Lied. Saul hat 1000 erschlagen und David 10.000 steht da. Manchmal können solche Lobesbezeugungen wirklich der Schlüssel zur Hölle sein. Besser, die wären ruhig gewesen.
Denn was passierte in dem guten, geistlichen, gesalbten König Saul? Da kam das hoch. Der war bis ins Mark verletzt und gekränkt. Diesen Typen, den ich da gefördert habe, diesen Hirten da, der nichts als Schafe zählen konnte, ich habe ihn in meine Familie aufgenommen, ich habe ihm meine Tochter gegeben, ich habe ihm mein Königtum gegeben und jetzt will der mir auch noch an Kragen und will mich vom Thron runterstoßen. Hatte David das irgendwann gesagt? Nein. Aber verstehst du, was da passierte? Wenn Bitterkeit dein Herz erobert, fängst du an, alles durch deine Bitterkeitsbrille zu sehen. Kennst du das? Da muss der andere noch gar nichts gesagt haben. Du hast ihn schon eingeordnet, bevor er überhaupt irgendwas sagen konnte. Wir erwarten das schon förmlich. Und das Endresultat war mit 3000 Soldaten hinter David her. Und David versteckte sich permanent. Und versuchte Saul klarzumachen, ey, weißt du, eigentlich ehe ich dich und eigentlich liebe ich dich. Übrigens sind wir miteinander verwandt, nur um das nochmal zu sagen. Hör mal, was David macht. Er liegt in der Höhle und Saul liegt vorne. Und er schleicht sich mit seiner Truppe an ihn ran. Und seine obersten Leute sagen, hey David, nimm das beste Schwert, das du hast und lass uns den Kerl den Kopf kürzer machen. Und dann sind wir durch mit dem Thema. Hör mal, was David sagt. 1. Samuel 26, tut Saul ja nichts zuleide, denn wer könnte die Hand an den Gesalbten des Herrn legen und ungestraft bleiben? Der Herr wird ihn strafen, wenn seine Zeit kommt. Hörst du das? Da war jemand, der eine geistliche Sicht hatte, wie man mit Kränkung umgeht. Dass wir Ärgernisse erleben, so wie er hier, von Menschen, die uns völlig falsch beurteilen, die uns wirklich ans Leder wollen, das werden wir nicht verändern können. Aber ob wir den Segen Gottes auf unserem Leben behalten oder nicht, das können wir sehr wohl bestimmen. Und wer war gesegnet? David. Völlig egal, was der machte, Gott war mit ihm. Und Saul hielt immer noch die Macht in der Hand und war trotzdem der, der sie verloren, der den Segen verloren hatte. Und irgendwann ein bisschen später sagt David, siehe, in Kapitel 24, siehe, mein Vater Saul, erkenne und sieh, dass meine Hand rein ist von Bosheit und Aufruhr. Ich habe mich nicht an dir versündigt. Wie nennt er den? Mein Vater Saul. Ich weiß nicht, wie du den nennen würdest, wenn er dir so viel ans Leder gewollt hätte. Aber bei meinem Vater, da sind wir doch schon. Mann, oh Mann. Der hatte was verstanden, stimmt's? Der ließ die Bitterkeit nicht in sein Herz. Und Gott packte den Saul. Wie steht das im Römerbrief? Da sagt der Herr, Römer 12, Vers 19, mein ist die Rache. Du musst dich nicht rächen. Wenn du die Dinge Gottes tust und andere Leute das missverstehen und sie versuchen, deinen Ruf zu ruinieren und sie versuchen, dich kaputt zu machen, dien dem Herrn einfach weiter. Es ist nicht dein Job, dich zu rächen. Gott wird das Ding auf den richtigen Punkt bringen. Mach dir keine Illusion. Dass du da irgendwann dran rumschrauben müsstest. Gott steht auf deiner Seite und er bringt dich hoch. Und was war das Ende vom Lied? Saul wurde von den Philistern umgebracht und David wurde der König, so wie Gott es immer schon gesagt hatte. Und er musste nicht einen Finger rühren und er musste auch sich nicht die Hände schmutzig machen, indem er irgendwelche Leute massakrierte. Du hast es nicht nötig. Nimm den Köder der Kränkung und der Ärgernisse bitte nicht in dein Herz. Lass dich nicht bitter machen, egal was passiert. Sondern sieh, dass Gott dabei ist, wirklich deinen Charakter nach vorne zu bringen. Viertens ist, was ist, wenn du dich an Jesus ärgerst? Kann man sich an Jesus ärgern? Oh ja. Ich beweise, dass man sich an Jesus ärgern kann. Maria und Martha, Johannes 11. Waren die happy über Jesus oder nicht? Oh, die haben ihm schon ihre Meinung gesagt. Herr, wenn du da gewesen wärst, dann wäre das hier aber anders gelaufen. So, was sagen sie ihm auf Deutsch? Du warst nicht da. Jetzt haben wir dich mal gebraucht. Und, wo hast du dich wieder rumgetrieben? Herr, hast du nicht gesehen, was ich für ein Problem habe? Und wo warst du wieder? Kennt einer von euch solche zarten Gebete? Oh, ich kenne so eine Gebete aus meinem Leben, aber frag nicht wie. Ich kenne solche Unterhaltungen, wo ich wutschnaubend in meinem Zimmer hoch und runter gelaufen bin und dem Herrn mal erzählt habe, was ich von seiner Art und Weise der Zeiteinteilung halte. Ja, was ist eigentlich los?
Und wisst ihr, was mich am Herrn so beruhigt ist? Der hört tatsächlich noch zu. Der kriegt keinen Wutanfall. Sondern Jesus weinte. Das ist viel, viel tragischer. Aber hör mal den Satz an. Jesus ist nicht gekommen, um immer unsere Erwartungen zu befriedigen, aber er ist immer gekommen, um Gottes Willen auszuführen. Hör das nochmal. Gott kommt nicht, um alle unsere Erwartungen zu befriedigen, aber er kommt immer, um den Willen Gottes des Vaters in unserem Leben durchzuführen. Verstehst du den Unterschied? Er führt nicht alle unsere Erwartungen auf den Punkt. Das stimmt nicht. Aber er kommt, um den Willen Gottes des Vaters in deinem Leben zum Durchbruch zu bringen. Und der Wille Gottes sah so aus, dass er den Lazarus eben nicht heilte, sondern aus dem Grab rauskommen ließ. Und bei den drei Männern im Feuerofen war der Plan Gottes eben nicht, sie vor dem Feuerofen zu bewahren, sondern im Feuerofen der vierte zu sein, um sie dann rauszuholen. Und ehrlicherweise, euch geht's wie mir. Wir hätten uns auch gewünscht, gar nicht erst im Feuerofen landen zu müssen, stimmt's? Das hätten wir uns gerne geschenkt. Aber ganz offensichtlich hat Gott in manchen Punkten einen völlig anderen Plan. Und dann musst du aufpassen, dass du dich nicht an ihm ärgerst. Kennt ihr die Geschichte mit Johannes dem Täufer? Der sitzt im Gefängnis. Und was macht er? Der schickt eine Delegation und sagt, ey, Jesus, bist du überhaupt der Richtige? Und dann sagt Jesus, hör mal, mein Freund, was hast du erwartet? Die alttestamentliche Messias-Erwartung war, da kommt der König und der richtet sein Reich auf und dann geht das hier vorwärts und die Römer fliegen raus und dann geht das hier richtig gerade zur Sache. Und was sagt Jesus ihm? Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, den Armen wird eine gute Botschaft gepredigt und glückselig, der sich nicht an mir ärgert. Auf Deutsch, der eine Sache begreift. Ich bin nicht gekommen, um deine Erwartung zu befriedigen, sondern ich bin gekommen, um den Willen meines Vaters zu tun. Freunde, wie oft ärgern wir uns an Gott, weil er ganz offensichtlich nicht unsere Erwartungen befriedigt. Herr, jetzt bete ich schon so lange für meine Kinder, dass die sich endlich bekehren und das ist auch richtig so. Werd bitte nicht bitter, sondern bete einfach weiter, bis du da den Durchbruch hast. Ich bete schon so lange für einen Ehepartner und alle um mich rum kriegen einen, nur ich krieg keinen. Hey, und du kannst bitter werden, stimmt's? Ja. Gott, was ist eigentlich los? Hast mich vergessen? Ich diene dir treu, ey. Und diese ganzen komischen anderen Typen, die kriegen alle irgendwelche Männer und Frauen, das kann doch gar nicht sein, oder? Und du kannst bitter werden, stimmt's? Und er sagt, hey, ich liebe dich. Kannst du mir vertrauen? Kannst du mir zutrauen, dass ich für dich das Beste habe? Und wir sagen, ja, im Prinzip schon, Herr, aber beeil dich ein bisschen. Hey, werd nicht bitter. Friss den Köder bitte nicht. Das Ärgernisse kommen ist normal, das wirst du nicht ändern können, aber friss den Köder nicht. Werd nicht bitter, sondern trau dem Herrn zu, dass er genau das tut, was in seinem Plan ist. Und niemand wird den Herrn daran hindern, seinen Plan in deinem Leben durchzuführen, wenn du nicht bitter wirst. Du hast das in der Hand, ob der Segen Gottes durchkommt oder nicht. Lass mich schließen mit einem Gedanken, den ich schier unglaublich finde. Es wird den Christen in der Endzeit was Interessantes gesagt. Und wir leben in dieser letzten Zeit Gottes. In Matthäus 24, Abvers 10 bis 13 steht Folgendes. Dann werden viele Anstoß nehmen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten.
Das Wort Skandalon steht da für Anstoß nehmen im Griechischen. Und wisst ihr, meine erste Frage war, wer wird denn da Anstoß nehmen? Und die Lösung liegt darin, dass am Ende steht, dann wird die Liebe in vielen erkalten. Und im Griechischen steht da das Wort für Liebe, das Agape heißt. Und Agape ist die göttliche Art zu lieben, die bedingungslose, sich hingebende Liebe. So, von welcher Menschengruppe redet hier die Bibel? Ganz offensichtlich von Christen, weil nur das sind die, die göttliche Liebe auch empfangen. Die Christen, Menschen, die Jesus kennen, werden Anstoß nehmen. Und bei ihnen erkaltet die Liebe Gottes, diese Agape-Liebe erkaltet. Wenn die Agape-Liebe erkaltet, was für eine Liebe bleibt noch übrig? Deine menschliche. Und wenn deine menschliche Liebe übrig bleibt, dann gibt es einen einzigen, der in dieser Art von Liebe im Mittelpunkt steht. Das bist du selber. Wenn Eigenliebe, Selbstliebe und Selbstsucht anfängt zu regieren, dann fängt die Liebe Gottes an zu erkalten. Und dann nehmen wir Anstoß, stimmt's? Weil dann geht es nur noch um mich. Und wenn ich nicht kriege, was ich will, dann nehme ich Anstoß an jedem, der mir das nicht gibt. Dann bin ich dauernd gekränkt. Das ist ein Merkmal der Christenheit in der Endzeit. Dass da eine Menge Leute erleben, wie die Liebe Gottes in ihnen kalt geworden ist und sie nur noch ihre menschliche Liebe leben. Und weil diese menschliche Liebe gelebt in der Gemeinde nicht funktioniert, werden sie was permanent nehmen? Anstoß. Weil in der Gemeinde Jesu brauchen wir was, um miteinander klarzukommen? Göttliche Liebe, göttliche Art der Vergebung und der Hingabe, stimmt's? Da kommst du mit deiner menschlichen Liebe ganz schnell an die Grenze. Und was passiert, wenn du nicht mehr liebst? Dann erkaltet nicht nur die Liebe, sagt er, sondern dann fangen wir an, einander zu verraten. Das ist hier das Nächste. Zuerst nehme ich Anstoß und dann verrate ich meine Brüder und Schwestern, indem ich anfange, über sie lieblos zu reden. Aftergeschwätz. Plötzlich dominiert das in Gemeinden, dass man ständig über die Leute redet, nur nicht mehr mit den Leuten. Wir werden Verräter an unseren eigenen Brüdern. In Sprüche 18, Vers 19 heißt es, ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine befestigte Stadt. Und Streitigkeiten machen hart wie der Riegel einer Burg. Verletzte Menschen sind wie diese dicken Schutzmauern, die sie um ihr Herz bauen. Die merken nur nicht, dass diese Schutzmauern zu Gefängnismauern werden. Wenn du dich nur noch um dich selber drehst und dich nur noch selber schützen willst, was passiert? Du sitzt in deiner Festung und dummerweise merkst du gar nicht, wie keiner von außen rankommt, aber du kommst auch nicht mehr raus. Und das erlebe ich. Christen, die sich nur noch um sich selber drehen. Und dann wird man anfällig für sogenannte falsche Propheten, steht hier. Falsche Propheten werden in Matthäus 7, Vers 15 als Wölfe im Schafspelz bezeichnet. Was ist denn ein Wolf im Schafspelz? Der tarnt sich, als ob er ein Schaf wäre, stimmt's? Der tarnt sich, als ob er ein Christ wäre, aber in Wirklichkeit ist er kein Christ. Weil woran erkennst du Christen? An dieser göttlichen Liebe. Die haben nur noch ihre selbstsüchtige Liebe und deswegen werden sie zu Wölfen. Was hat ein Wolf für ein Interesse am Schaf? Zu fressen, genau, ich hab dich zum Fressen gerne. Das ist eine Mentalitätsfrage, die da ist. Das andere sind nicht meine Geschwister, für die ich mich aufopfer und für die ich mich hingebe, sondern die sind dafür da, mir als Nahrung zu dienen. Die haben mir gefälligst zu geben, die haben für mich zu sorgen, die haben mich zu lieben, die haben mich freundlich zu behandeln, die haben. Nur was kommt nicht? Das Geben, das Hingegebensein kommt nicht. Das Vergeben, das Lieben, das sich aufopfern kommt nicht. Und das ist ein Zeichen für Wölfe, die kommen immer nur, um abzusahnen und zu haben. Aber die kommen nicht zum Geben und zum Hingeben und zum Lieben. Das ist parasitäres Verhalten. Und die Frage ist, was kennzeichnet dich und dein Christsein? Bist du auch so ein Saugender, so ein christlicher Vampir, deine Zähne sind bloß nicht so lang? Oder bist du wirklich jemand, der liebt, der von Agape-Liebe geprägt ist?
Diese Leute sind anfällig für falsche Propheten. Was ist denn an diesen falschen Propheten so spannend? Die Bibel sagt, sie werden predigen, wonach ihnen die Ohren jucken. Nämlich, wonach jucken uns die Ohren? Ich, mir, meine, mich. Aber Jesus ist nicht gekommen, um in erster Linie alle unsere Triebe zu befriedigen, sondern er ist gekommen, um uns was zu lehren. Das nennt die Bibel Selbstverleugnung. Er hat sich selber gegeben, damit wir was lernen. Unser Ich loszulassen und Jesus wirklich mit seiner Liebe zu begreifen und zu ergreifen und zur Liebe befähigt zu werden. Das ist der Schlüssel. Unreife Christen bleiben am Ende bei ihren Kränkungen stehen, die Liebe erkaltet. Sie werden zu Verrätern aneinander. Sie suchen ihren eigenen Vorteil und sie lassen sich am Ende verführen. Und Gott sagt, ey, pass auf. Es beginnt damit, dass du den Köder des Ärgernisses nicht schlucken sollst. Lass die Bitterkeit nicht zu. Wehr dich. Pass ja auf, dass dich das nicht packt. Du bist nicht dazu geboren und dazu berufen, in deiner Seele, in deiner Persönlichkeit von Hass und von Zorn und von Unversöhnlichkeit zerfressen zu werden. Sondern du kannst was lernen. Nämlich zu sagen, Herr, ich gehe zu dir. Und wenn das in meinem Leben passiert, dann soll es meine Art, meinen Charakter läutern. Dann soll ich was begreifen, nämlich, dass ich von dieser Liebe Gottes nicht wirklich durchzogen bin. Dann darf ich das lernen, zu sagen, Herr, da musst du an mir arbeiten. Halleluja. Und dann darf ich das lernen, zu sagen, Gott, ich bin doch am Ende nicht von dem Wohlwollen der Menschen abhängig, oder? Sondern von wem holst du dein Ehrgefühl, dein Liebesbewusstsein? Vom Herrn, oder? Und da liegt der Schlüssel. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir mehr und mehr gesund. Aber wir lernen noch was. Wir werden immun gegen diese komischen Ärgernisse, gegen diese komischen Skandalon, gegen diese Fallen, die uns gestellt werden. Und wir merken, hey, ich sehe, was er vorhat. Ich merke, wie er mich kaputt machen will. Ich merke, wie er meine Beziehung kaputt machen will, wie er meine Beziehung zu den Geschwistern kaputt machen will, wie er die Beziehung in unserer Familie kaputt machen will. Ich sehe, wie er meine Beziehung zu Jesus kaputt machen will, aber ich fresse den Köder nicht in Jesu Namen. Und du bleibst bewahrt und du bleibst gesund und du wirst heil. Halleluja. Weil das ist, wozu du berufen bist. Und das ist das Starke. Denn am Ende ist Gott unser Schutz und Gott ist unser Versorger und Gott ist unsere Gerechtigkeit, oder? Völlig egal, was sich Menschen ausdenken. Die haben dich nicht ins Leben gerufen, die haben nicht den Plan für dein Leben vorbereitet und glücklicherweise, die können dich auch nicht daran hindern, Gottes Plan umzusetzen. Das ist, was mich so beruhigt. Ich schließe mit dem Satz, den Paulus so triumphal sagt. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Und was ist das Endresultat bei dem Satz? Nichts. Sehr einfach. Das war's schon. Wenn das tatsächlich in deinem Herzen gesagt ist. Freunde, Jesus hat das gesagt. Das Ärgernisse kommen, das können wir nicht ändern. Aber dass wir den Köder fressen und schlucken, das können wir sehr wohl ändern. Und dafür sind wir zuständig. Und dann werden wir gesund und dann werden wir heil und dann werden wir stark. Halleluja. Und dann gehen wir als Gemeinde voran. Und das, was du selber gelernt hast, das gibst du deinem Nachbarn. Und der wird auch gesund. Und der Nächste bringt den nächsten Nachbarn und sagt, hey, hör mal, willst du gesund werden? Genau, spuck den Köder wieder aus. Du hast es nicht nötig. Jesus ist gekommen, um dich da freizusetzen. Das ist das Beeindruckende. Das ist, was Gemeinde so spannend macht. Ja, wir sind frei. Ohne Köder. Ohne Bitterkeit. Ohne Unversöhnlichkeit. Ohne den Schrott. Du brauchst ihn nicht in deiner Seele haben. Das ist übrigens Sünde. Wusstest du das? Wenn du das in deinem Herzen behältst. Und was sollst du mit Sünde machen? Ab. Genau. Weg. Weg. Genau, Sünde darfst du, musst du, sollst du, kannst du, willst du loswerden. Das ist, wozu sie da ist. Sie ist nicht dazu da, um behalten zu werden. Also leg doch mal heute Widerstand ein. Und sag, ey, raus mit dem Zeug. Ich habe mich lange genug damit geplagt. Raus mit dem Zeug. Ja, hast du dich über deinen Bruder geärgert? Raus mit dem Zeug.
über deine geistlichen Leiter, raus mit dem Zeug. Vielleicht hast du dich über Jesus geärgert. Raus mit dem Kram. Halt ihn nicht in dir. Sag, Herr, ich bin so beruhigt, dass ich das abgeben kann, dass ich die Balken aus meinem Auge wieder rauspacken kann. Halleluja. Es gibt genug Salbe, genug Vergebung, genug Heilung, die da ist, oder? Schluck den Kram nicht. Und wenn du gemerkt hast, dass du ihn ausgespuckt hast, soll ich dir was sagen? Es ist interessant, dann kriegt man plötzlich Heilung für den Magen. Tatsächlich körperlich, ist witzig. Weißt du warum? Weil der Schrott raus ist. Bitterkeit schlägt auf den Magen. Ist wirklich so. Der Herr wusste, dass er uns was Gutes tun will. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, lasst uns fröhlich spucken. Nein, also im übertragenen Sinne. Ja? Schmeiß es raus aus deinem Herzen. Das kannst du. Das ist eine Willensentscheidung. Das ist keine Frage von Gefühl, das ist eine Willensentscheidung. Genauso wie man den Köder willentlich geschluckt hat, so kann man ihn auch willentlich wieder ausspucken. Ja, wollen wir so aufstehen und beten? Okay. Halleluja. Vater, wir danken dir. Jesus, wir danken dir für deine befreiende Gegenwart hier. Herr, wir genießen das, dass du da bist. Dass du uns dein gutes Wort gibst. Dass du mit deinem Heiligen Geist dieses Wort in uns lebendig werden lässt. Und Geist Gottes, wir danken dir, dass du hier bist, um uns wirklich deutlich zu zeigen, wo wir diese Köder geschluckt haben. Wo wir merken, wie uns das schier im Hals und im Magen wirkt. Aber wir spüren auch, dass du kommst mit deinem guten Heiligen Geist, um uns zu ermutigen. Herr, wir dürfen das bei dir wieder loswerden. Sünde loszulassen ist so befreiend, ist überhaupt nicht einengt, ist überhaupt nicht beängstigend, sondern es ist befreiend, wir dürfen es wieder loswerden, Herr. Aber wir das spüren heute Abend, Herr, da sind diese Bereiche in unserem Herz und wir merken, Mann, oh Mann, das zieht und bohrt an mir. Wir dürfen das ausspucken, wir dürfen das wieder loswerden bei dir. Und sagen, Jesus, bitte nimm diesen Schrott, nimm diesen Zorn, nimm dieses Verletztsein, nimm dieses Bittere, Herr. Herr, ich gebe dir das bewusst. Ich merke, dass der Teufel mich wirklich übertölpelt, dass ich das so lange festgehalten habe. Was für ein Blödsinn. Aber ich gebe das bei dir jetzt ab. Halleluja. Und wenn wir so in dieser Gebetshaltung sind, gib das bewusst an den Herrn Jesus ab. Ja, du musst es nicht laut aussprechen, aber sprich es leise aus. Gib es ab und sag, Herr, das ist nicht mehr von mir. Das ist nicht mein Wesensanteil. Das gehört mir nicht. Das muss ich nicht haben. Und ich will daran auch nicht leiden in Jesu Namen, sondern ich bin zur Freiheit berufen. Halleluja. Ich bin zum Leben in dieser Freude Gottes berufen. Ich bin dazu berufen, dass du mit deiner Befreiung in meinem Leben aufräumst, mit all dem alten Zeug, Herr. Halleluja. Und ich genieße das, dass ich die Speise vom Himmel, dass ich Vergebung in mich aufnehmen darf, dass ich Liebe in mich aufnehmen darf, dass ich deinen Frieden in mich aufnehmen darf, Herr. Halleluja, dass ich segnen darf, anstatt zu fluchen. Jesus, danke dafür, dass du Befreiung schenkst heute Abend, Herr, hinein in unser Leben, hinein in diese Bereiche, die uns festhalten wollen. Oh Gott, wir danken dir, dass du selber hier bist. Halleluja. 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 Jesus, und wir ehren dich, dass Wahrheit, die du in unser Leben hineinsprichst, die wir glauben, die wir annehmen, die wir praktizieren, dass sie uns frei macht, Herr. Halleluja. Auch heute Abend ist das so. Du setzt uns frei. Halleluja. Du selber bist hier und du setzt uns frei.